Sie rollt um ihre eigene Achse, dribbelt und wirft. Wenn Laura Rollstuhlbasketball spielt, wirkt es so, als ob sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht hätte. Dabei spielt sie erst seit ihrem Unfall. Mit 16 ist Laura mit dem Snowmobil gegen einen Baum gerast. Im Krankenhaus dann die Diagnose: eine inkomplette Querschnittslähmung. Seit der Verletzung sitzt sie dauerhaft im Rollstuhl. Der Sport hat Laura geholfen, das Leben auf Rädern zu meistern. Rollstuhlbasketball bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich verbringe eigentlich meine gesamte Freizeit damit. Das bedeutet für mich auch, Ziele zu haben und Ziele zu erreichen. Das Schöne ist, dass wir hier in München halt auch eine tolle Vereinsmannschaft haben, mit der ich sehr viel Spaß habe und mich einfach super ausbauen kann. Laura spielt bei den RBB Goanas in München. Seit 2013 bietet der Verein Rollstuhlbasketball für körperlich Beeinträchtigte und für Gesunde an. Die Besonderheit der Sportart: alle Basketballer sitzen für die Zeit des Spiels im Rollstuhl. Inklusion, die bei den Iguanas im Kindesalter beginnt. Spielerisch lernen die Kleinen in speziellen Workshops, was die Profis ihnen vormachen. Ob Slalom fahren oder den Ball beim Fahren dribbeln. Eine Sportart, die die körperlichen Unterschiede vergessen machen will. Auf dem Spielfeld sind alle gleich. Sport ist Sport, Teamsport ist Teamsport. Also es ist sehr, sehr viele Emotionen drin, sehr viele Leidenschaft, sehr viele Sachen, die man mental verarbeiten und auffangen muss. Ich würde sagen, da gibt es keinen Unterschied, aber menschlich würde ich schon sagen, dass unsere Sportart besondere Menschen hervorbringt, die auch ein Schicksal mal hinter sich haben oder die es geschafft haben, sehr schnell und sehr jung auf einen sehr, sehr guten Weg im Leben zu kommen, obwohl sie eben Rollstuhlfahrer sind. Es gibt keine Unterschiede im Menschen, aber es gibt natürlich die Einschränkungen, die durch den Rollstuhl aufgefangen werden, aber das ist auch alles. Für Laura ist das Spielfeld ein Ort, wo sie alles um sich herum vergessen kann. Sie kennt nur ein Ziel: gewinnen.